Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ich hoffe, ich kann in Ruhe aufnehmen, denn blöderweise habe ich gerade eine übelste Niesattacke hinter mir von locker 12, 13 Niesern. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Okay, wir hatten jetzt ein Gespräch mit dem guten Adrian, dem König Adrian. Aber wir gewinnen nicht bei seinem Spiel. Das ist natürlich sehr bescheiden. Jetzt bin ich am Überlegen, was wir machen können. Der sieht noch ziemlich matschig aus. Tja. Drockebecher wird jetzt. Was hat er vielleicht uns jetzt was zu erzählen? Hallo Droggy. Zu uns Droggebecher. Verstehen? Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Männer wollen nicht verniedlicht werden. So süß, wenn er wütend ist. Okay, und der Alumann? Können wir mit dem reden? Kommt da was Neues? Da bin ich wieder. Hallo Edna. Hallo. Was führt dich diesmal zu mir? Hallo. Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Bäm. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Yeah, ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Das kann's doch nicht sein. Sprechen wir über was anderes. Ich muss langsam gar mal nicht weiter. Mehr. Geh weg, Mann. Pass auf dein Karma auf. Psycho. Wir können uns doch nicht freiwillig jetzt auf den Elektro... Ich meine, wir haben den besseren Kleiderbügel. Aber... nein. Einfach nein. Wir können uns doch jetzt nicht einfach auf diesen scheiß Stuhl begeben. Oh, arme Edna. Aber ich glaube, eine andere Option wird nicht übrig sein. Scheiße. Haben wir ihn in der Hand? Haben wir ihn in der Hand? Nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir ihn in der Hand. Oh, ich will nicht. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Das Zimmer war bei dem Altar, ne? Oh, das wird uns Herr Mantel nicht verzeihen, dass wir seinen Kleiderbügel weggegeben haben. Ich glaube, er hasst uns ja eh schon, weil wir ihn dreckig gemacht haben. Guten Mantel versaut. Bum, büde, bum. Wir können ja gleich da nochmal kommt der nächste gehen. Ausgang. Wir müssen ja eh dorthin. Und wo sind eigentlich Hoti und Moti hin? Die sind ja beide verschwunden und ich habe die seitdem nirgendwo mehr wiedergesehen. Ganz kurz. Das will ich jetzt eigentlich schon noch wissen. Hierhin müssen wir. Wir hatten dann ihr Laken geklaut und dann waren sie verschwunden. Merkwürdig. Weil die sind nicht im Aufenthaltsraum. Hinten die eine Tür geht nicht. Was war hier nochmal? Ich glaube, da war der Herr der Schlüsselmeister. Nee. War der da? Ich glaub's. Ja, da ist der Schlüsselmeister. Mit dem brauchen wir ja noch nicht reden. Wir haben ja keinen Schlüssel. Bis jetzt nur den Abdruck und noch kein Gold. Was war hier hinten? Ah, da war der Wäschelift, genau, und vorne war das Klo. Und da war auch keiner. Raff ich nicht. Wo sind die hin? Und los geht's. Ist denen etwa der Ausbruch gelungen? Ich meine, so groß ist die Anstalt ja jetzt nicht in dem Sinne.
Weil Yuppie steht noch da alleine kommt der da, nächste im Aufenthaltsraum Ausgang. Sind sie nicht. Beim Bienenmann waren sie nirgendwo, in der Bar waren sie nirgendwo. Hallo. Er hasst uns ganz sicher. Ja, wir machen jetzt mal eine Elektroschocktherapie und dann müssen wir die aber mal suchen gehen. Ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Oder tauchen die nicht mehr auf, weil sie... Aber das kann ja nicht sein. Die sind ja hier alle eingesperrt. Können ja nicht einfach nicht mehr auftauchen. Weil es würde mich interessieren, jetzt wo wir sie zerschnitten haben und sie sich frei bewegen können prinzipiell, was sie jetzt tun und wo. Naja, jetzt lassen wir uns erstmal... Oh Gott. Ah, Edna, endlich. Steht da wie ein Psychopath, ey. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Ach, Mann. Ich glaube, wir lassen es lieber. Ich würde es lieber auf später verschieben. Ich habe eigentlich noch einen wichtigen Termin. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Es ist ja alles, was ablehnt. Das heißt, es passiert nichts mit uns? Ich... Zu spät. Oh no. So ein Arsch. Harvey hat Knochen. Und wir haben ein paar Hirnzellen weniger, würde ich sagen. Na, das war ja was. Edna, geht's dir gut? Warte. Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's? Okay, er will nicht darüber reden. Ach, nichts. Vergiss es. Tja. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ob die vielleicht beim Professor drinne sind? Bei dem waren wir jetzt lange nicht mehr gucken. Da lang. Und auf der Seite werden die ja nicht frei rumlaufen. Ist ja merkwürdig. Kleiderbügel. Das sieht gefährlich aus. Egal. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt den wirklich besiegen können. Dann wären wir ja schon dem Ausbruch total nah. Ich meine, wir wissen, wo ein Ofen steht. Wir hätten dann das Gold. Wir haben ein Abdruckding. Wir könnten dann sofort einen Schlüssel machen. Der Alumann ist immer noch weg. Weißt du, was der macht? Wir gehen nochmal hier rein. So. Du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Warum verliere ich? Ist das neu? Warum verliere ich ständig? Ich weiß es gar nicht. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Komm oder da. Haben wir jetzt automatisch recht? Tatsächlich. Ah. Kopf. Jetzt ich. Ich tippe auf. Was ist das? Das kann nicht sein. Es ist Kopf. Vielleicht was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl. Wir kriegen die Medaille. Edna ist der King. Edna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Yeah, und damit auch Troggelbecher. Troggelbecher ist unser Sexsklave. Hoch, habe ich das gesagt? Ich meine natürlich unser Diener. Gold.
Juhu. Okay, cool. Lass mich mal kurz überlegen, da lang. Trockelbecher. Wo ist sie jetzt? Ach, da. Okay. Dann nochmal mit dem Wäschelift auf. Ich übersteuere, manchmal sehe ich gerade. Das muss ich dann ein bisschen regulieren in der Nachbearbeitung. Es ist noch nicht so der Weisheit letzter Schluss eindeutig mit dem Mikrofon. Aber ich kriege das hin. Denke ich. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen eins weiter. Genau. Die guckt immer so knatzig. Jetzt guckt sie wieder eher ein bisschen trottelig. Aber sie ist knuffig. In jedem Falle. Da kommt der nächste Ausgang. Plops. Dann gehen wir hier hoch. Und da rein. Und da rein. Und dann gehen wir hier hinter. Nom nom nom. Und dann Müssen wir das Ding erstmal irgendwie aufkriegen. Ein richtiges Inferno. Mach mal auf. Wir können es nicht benutzen. Doch. Heizofen. Vielleicht reicht die Temperatur tatsächlich aus, um das Gold zu schmelzen. Aber wenn ich es einfach so da reinwerfe, dann ist es futsch. Okay. Aber wäre das nicht sinnlos? Okay. Ich meine, wir können es da reinmachen. Aber warum schmilzt dann das Gold und nicht der Topf? Schmilzt beides, dann war es das. Nee. Das sollte klappen. Und jetzt? Können wir das hier reingießen? Oh je. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei, und das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Okay. Haben wir es dann? Müssen wir wahrscheinlich auch mit den Topflappen rausnehmen. Das sollte klappen. Deswegen sah es noch so klubschig aus. Okay. Und jetzt, wie kriegen wir es wieder raus? Müssen wir es jetzt noch abkühlen gehen oder so? Wie kriegen wir jetzt den Schlüssel raus? Ich will den Schlüssel haben. Ich meine, wir sind ja schon echt gut voran. Wir haben einen Abdruck. Und noch einen heißen Schlüssel. Wir brauchen irgendwo Wasser. Jetzt überlege ich gerade, wo war denn Wasser? Auf dem Klo war Wasser. Oder? Ich speichere mal vorher. Ich habe Angst, erwischt zu werden. Jetzt so kurz, wo wir so gut vorangekommen sind. Speichern. Ah, nee, nicht speichern. Jetzt hätten wir fast geladen. Wäre witzig geworden. Nochmal von vorn. Bad. Das war ziemlich weit oben, glaube ich. An Yuppie zumindest vorbei. Und glaube ich noch... Ja genau, dann kam der Elektroraum. Und da drüber müsste es sein. Hier, Flur, genau. Ob Blase noch dort oben ist? Hockt er noch auf dem Klo? Tatsächlich, er hockt noch da. Können wir das jetzt hier einfach nutzen? Der ist sauber genug. Ja, oder ich hätte jetzt gedacht, das mit Wasser füllen und dann reingießen oder so. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Haben wir den... Wie kriegen wir den jetzt raus? Yay! Ja. Ich habe es geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Nicht so laut. Cool, dann können wir ja jetzt unten zu dem
Schloss gehen, denke ich mal, oder? Ich denke, da wird's hingehören. Vermute ich mal. Weil der Pförtner lässt uns ja eh nicht durch. Kann man hier aufschließen? Warte. Dann können wir vielleicht alle freilassen. Ist ja ein Generalschlüssel. Eigentlich müsste der ja überall gehen. Ja! Klonk. Nicht Klonk? Doch, Klonk. Da haben wir den schon mal offen. Wo gab's denn noch einen? Eins tiefer, ne? Ne, eins höher. Verdammt! Sind an dem einen schon vorbeigelaufen. Nochmal hoch. Wenn, dann machen wir doch überall auf, dass hier auch alle mit uns ausbrechen können, oder? Wahrscheinlich bewegen die sich nicht. Also er zumindest schon mal nicht. Pomp. Ja! Yay. Und damit ist es keine geschlossene Anstalt mehr, sondern eine offene. Yay. Voll super und so. So, und jetzt gehen wir hier hinter. Und es lädt mal wieder. Da. Welcome. Da müssten wir jetzt hier auch aufschließen können. Jetzt frage ich mich nur, sind wir dann wirklich... Oh, wir sind tatsächlich frei. Ich bin endlich frei. Yippie. Ach so, halt, wir wollten ja dann noch den Schlüsselmeister mitnehmen. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Ah, der Arzt kommt wieder. Oh no. Wir müssen noch den Schlüsselmeister rausholen, fällt mir ein. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Ender ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So drei im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Verdammt, wie kriegen wir jetzt den Schlüsselmeister raus? Ich speichere nochmal, zur Not muss ich das nochmal neu laden. Wir haben den gar nicht befreit, fällt mir ein. Der uns den ganzen Weg erklärt hat, den haben wir nicht befreit. Super, ich bin stolz auf mich. Ich verrät der Sau, ey. Okay. Wir gehen mal unten lang. Ich hoffe, wir werden nicht ertappt. Wenn wir ertappt werden, muss ich nochmal neu laden. Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Mist. Scheiße. Tja, dann kommen wir ja nur noch vorne lang. Verdammt. Hätte ich die nochmal vorher befreit. Ich Horst. So ein Horst. Oh, oh. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Oh, Elend. Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Hm. Über die Kantine vielleicht? Hallo? Okay. Ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir hier an dem ewig hackenden Typen vorbeizukommen. Bis jetzt sagt er zumindest nicht, dass es nicht gehen würde. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.